Next one. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben schon geredet über diese Gesellschaft, in der wir leben. Unsere Gesellschaft wird immer trauriger. Wir haben alle Internet, wir haben alle gesehen, es gab diese Nachrichten, also zwei Nachrichten, die echt traurig sind. Zum einen eine gute Nachricht, R. Kelly hat wie viele Jahre bekommen, Knast jetzt Minimum? Ich weiß nicht, ich habe nicht mal gesehen. Ich glaube irgendwie 50 Jahre oder sowas. Ja. Wegen Pädophilie. Ja. Geschieht in Recht, auf jeden Fall. Ja. Gleichzeitig in Deutschland ein Typen, der Kinder missbraucht hat, die viel jünger waren, als die, die R. Kelly missbraucht hat, um nicht zu sagen, dass bei R. Kelly ist okay. Er hat viel mehr Kinder missbraucht. Mehr als 100 Kinder. Teilweise Kinder, die ihnen gegeben worden sind von Jugendamt. Hat er missbraucht. Und hat nur 2 Jahre auf Bewährung bekommen. In was für eine Gesellschaft leben wir? Wir müssen uns schämen für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir müssen uns schämen für das sogenannte, die sogenannte Gesellschaft, keine Ahnung, wie nennt man das? Zivilisation, in der wir leben. Von wegen, wir sind besser. Andere Länder sind Schrott. Und wir hier in Deutschland nehmen uns das Recht, andere Leute zu kritisieren, wegen deren Kleidungsstil, wegen deren Frisur, wegen deren Religion und sonst was. Wegen deren Hautfarbe und sonst was. Und erlauben uns, Pädophile rumlaufen zu lassen, nachdem sie sogar vom Gesetz befreit worden sind. In was für eine Gesellschaft leben wir? Ich schäme mich. Ich sagte für mich, das ist... Ich kann es nicht verstehen. Es ist einfach ein Skandal. Es ist ein Skandal, egal. Du hast Deutschland, die sozusagen immer für Recht und Ordnung stehen. Weißt du, wie ich meine? Für alles muss korrekt laufen. Ja, es werden Kindern verboten, Kopftücher zu tragen. Ja. Dies und das und dies und das. Aber, Digga, du kannst, wenn du pädophil in Deutschland bist... Du bist safe. Du bist safe. Du bist gut. Deutschland ist offiziell das Land der Pädophilen. Du bist safe hier. 100%. Du wirst geschützt als Kinderficker. So. Ja. Wie kann das sein, dass ein Dealer länger bekommt im Knast als ein Pädophiler? Wie kann es denn sein, dass jemand, der Steuerhinterziehung macht, viel länger bekommt als ein Koks-Dealer in Ja. Wir reden gerade über Pädophilie von R. Kelly und dieser Deutscher, der befreit worden ist, beziehungsweise 2 Jahre auf Bewährung bekommen hat. Bewährung. Ja, und ich will deine Meinung dazu hören. Bruder, erstmal größte Bullshit. Ich habe 2 Punkte, muss ich sagen. Soll ich anfangen mit R. Kelly oder soll ich anfangen mit denen aus Ulm? Der aus Ulm. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass Deutschland sich traut, so etwas freizugeben. Und zu denken, dass es irgendjemand auf dieser Welt damit zufrieden sein kann. Dicker. Weißt du, das sind wie viele Fälle? 129 Fälle. Ja. Oder? Im Endeffekt, ich weiß, jeder hat dieses Video im Internet gesehen, was dieser eine Typ da gesagt hat. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Oder wie man sagt. Ja, wir sollten uns alle schämen dafür. Digga, es ist eine Peinlichkeit, Bruder. Mhm. So kannst du machen, was du willst. In diese Richtung. Ja. Du bist ein freier Mensch. Ist okay. So ist Deutschland. Wir unterstützen das. Das ist krass, Bruder. Das ist so heftig. Und da sieht man, wie dieses System ist, Bruder. Alle, die da drinnen sind, Richter, Anwälte, weiß ich was, sind genau alle diese Leute. Also sie versuchen, sich zu schützen für die Zukunft, falls irgendwas rauskommt. Weil die wissen selber, die können auch morgen dastehen. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Und das ist heftig, Alter. Dieser eine Fußballstar da, der auch aufgeflogen ist, genau das gleiche. Ja. Weißt du, was ich meine? Die bekommen alle Bewährung, die bekommen alle sonst was. Was sagst du denn dazu, dass Leute, die Drogen verkaufen, beziehungsweise Kilo Kokain und bla bla bla, länger in den Knast müssen als Leute, die Kinderschändler sind und Trafikanten und keine Ahnung was? Da gibt's, also, weißt du, was ich meine? Wenn du diese harten Drogen verkaufst, ist auch haram und so, safe. Ja. Aber der große Unterschied dazwischen ist, Bro, so, wenn ich Drogen verkaufe, weißt du, was ich meine? Die Leute kommen aktiv zu mir. Ja. Weißt du, was ich meine?
ihren Geld. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich zwinge die nicht, ich überrede die nicht. Weißt du, was ich meine? Ich tue das nicht in deren Glas einfach so. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern die kommen conscious, ob die jetzt dicht sind oder nicht dicht, aber die haben sich dafür entschieden, das zu tun. Ja. Kinder entscheiden sich nicht dafür, das zu tun. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr traurig. Und du zerstört ein ganzes Leben von jemandem. Und Digga, du zerstörst dein ganzes Leben. Und Digga, es könnte sogar diesen Moment dazu kommen, dass diese Person vor Gericht dasteht, freikommt. Ja. Und irgendwann in deinem Leben läuft diese Person an dir vorbei. Ja. Weißt du, was ich meine? Digga, du kannst auch niemals dieses Trauma aus dir rausholen. Dein Leben ist, Digga, ist vorbei. Ja, ich glaube, die Opfer sind diese Leute vollkommen egal. Ja, natürlich, das ist voll, da denkt doch keiner drüber nach. Wenn du jemanden Bewährung gibst, denkt keiner darüber nach. Niemand. Ja. Das ist krank. Das ist heftig. Auf jeden Fall, Bruder. Danke auf jeden Fall für deinen Input jetzt. Ja. Wir rufen dich an, sobald wir done sind. Das war der Bruder Miki, der uns seine Meinung dazu gegeben hat. Shoutout an Miki auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir schämen uns für die Gesellschaft, in der wir leben. Scheiß mal auf diese Schäme. Hey, jeder Richter, jeder Anwalt, jeder Politiker, der sowas schützt, ihr seid alle ehrenlose Bastarde. Ihr habt selber Kinder, ihr seid so ein Abschaum. Ich schwöre, ich will jetzt nicht weiter hier ausfallen, was ich denke, was ihr eigentlich verdient habt. Aber das ist eine Schande und so scheinheilig für dieses Deutschland, was wir angeblich sind, was wir aber nicht sind. Ja. Nee, das Wichtigste auf dieser Welt oder eine der wichtigsten Sachen auf dieser Welt ist unsere Zukunft, / unsere Kinder. Wenn wir unsere Kinder nicht schützen, ist unsere Zukunft für den Müll. Ja. Wie kannst du es zulassen, dass Leute, die Kinder, oder unschuldige Kinder, die nicht mal an sowas denken, weißt du, wie ich meine? Die sind frisch auf diese, noch unschuldig, Bruder, und du verstümmelst deren Seele und deren Geist einfach. Und du bist im Gericht und du hast die Beweise vor dir liegen. Da steht schwarz auf weiß, diese Person hat es gemacht, diese Person hat es sogar zugegeben und du gibst ihm Bewährung. Ja. Du bist ein Bastard, offiziell, du bist ein Bastard. Du gehörst in den Knast, genau wie diese Bastarde, die sowas machen. Sorry, dass ich so, aber sowas macht mich mies sauer. Wirklich. Ich schwöre, bei Kindern hört alles auf bei mir. Gehört in den schlimmsten Knast wirklich dieser Erde, wirklich. Euch muss man foltern eigentlich. Ich schwöre es dir. Sorry, aber das ist wirklich, das geht gar nicht. So, naja. Ich glaube, wenn wir in diesem Thema bleiben, ich glaube, auf jeden Fall nur eine letzte Sache. Wenn R. Kelly in Deutschland gewesen wäre, er hätte ein Jahr Bewährung bekommen. So, und dann ist free einfach. Ja. Der kann weitermachen. Ja. Er hat auf jeden Fall ein Jahr Bewährung bekommen. Aber das ist die europäische Art und Weise. In Frankreich hat man sehr viele Künstler, die Lieder gemacht haben über 13-Jährige. Es gibt Leute, die haben wirklich zugegeben, ich stehe auf kleine Mädchen. Es gibt Leute, die haben Interviews gemacht mit kleinen Mädchen auf deren Schoß. Und die nennen das Kunst, Freiheit und sonst was. Die Kunst vor jemandem hat nichts mit seiner Person zu tun. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Wirklich, wirklich. Wie wenig Menschlichkeit hat man denn bitte? Nächstenliebe hat man? Ekelhaft, oder diese, vor allem wenn es dann auch so alte Männer, schwörisch bekommen. Wo ist der Anstand? Ich weiß nicht. Und die werden einfach vom Gesetz geschützt einfach. Du bekommst für schwere Körperverletzungen bekommst du mehr. Ja. Hey, wenn jemand das mit meinem Kind macht, wenn jemand das mit meinem Kind macht, ihr werdet mich für eine sehr lange Zeit nie wiedersehen. Also ihr werdet mich nie wiedersehen. So. Wenn jemand das mit meinem Kind macht, ihr werdet mich nie wiedersehen. 100 pro. On God. Ja. Ich schwöre. Lass uns switchen, Bro. Ja, lass uns switchen. Bei Kindern ist, Dieser Vibe wird einfach sonst hier sehr, 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 sehr komisch. Ey, fuck him. Und Shoutout an den Typen, der dieses Video gemacht hat. Ja, Mann. Weil, wie Freddy gesagt hat, er hat den wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, weißt du, wie ich meine? Und Shoutout auch Carsten Stahl, Digga, weil er macht sehr, sehr viel für Kinder. Ja. Das kennst du auch, ne? Von diese so deutsche Krimiserien damals. So, war auch auf jeden Fall, er ist ein bekannter Name und er setzt sich. Er ist der Einzige, der so ein bisschen Fame hat, der sich wirklich aktiv für Kinder einsetzt und deren Schutz und auch auf Gesetzesebene. Ja. Deswegen auch Shoutout an Carsten Stein. Shoutout an ihn, weil Grüße unsere Politik raus. Interessiert diese Kinder nicht. Keiner redet von Kindern, jeder redet von einfach nur
benutzt einfach nur die Jugend. Oh, Wahlpartei, wähle mich. Ey, ganz ehrlich. Alten Säcke, die steht nicht für die Jugend. Ihr steht für gar nichts. Ihr wisst nicht mal, wie viel Brötchen kostet, weil ihr einfach zu viel Geld habt. Ihr seid einfach gierig, lügt einfach nur rum, benutzt einfach die Menschen für eure eigenen Interessen. Also hört auf zu lügen, hört auf Politik zu machen und seid einfach Menschen. Seid Menschen. So. Super. Hast du einfach, ja? Glaubst du auch, dass das der Grund ist, auch warum, also es ist nicht der einzige Grund bestimmt, aber warum das auch mit der Grund ist, warum 25% der Bevölkerung nicht gewählt haben? Weil sie sich einfach nicht identifizieren können? Nicht nur das, aber ich glaube, die Leute haben nicht das Gefühl, dass irgendeine Person die Wahrheit sagt, dass irgendeine Person irgendwas machen wird, especially hier in Deutschland. Ich habe nicht das Gefühl, egal was ich wähle, dass aus irgendeinem Grund irgendwas sich ändern wird. Facts. Weißt du, was ich meine? Ich habe nicht das Gefühl, nichts ändert sich. Na, Mann. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute vorprogrammiert sind. Mhm. Das heißt, egal wer da oben ist, Bayern bleibt Bayern, ja. Und der Norden bleibt der Norden. Es ändert sich ja nichts. Berlin bleibt Berlin. Jeder hat einfach Mentalitäten, die einfach so tief drinne stecken, die du nicht ändern kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, du gehst raus auf die Straße, du redest mit diesen Lädenbesitzern, die beschweren sich. Die beschweren immer. Sich, aber hast du schon je gehört, dass jemand irgendwas für die tut? Ja. Du siehst hier Leute, die sind seit 45 Jahren in diesem Land. Oder? Nichts. Nix. Ich laufe am Kotti, ich sehe einfach, das ganze Kotti ist jetzt, alles verändert sich. Mhm. Sachen kommen dahin, die dahin nicht gehören. Mhm. Irgendwelche Büroräume, wo Leute in Berlin Häuser brauchen, Wohnungen brauchen. Es interessiert kein Mensch. Natürlich gehen Leute nicht wählen. Mhm. Wozu? Ich muss das ehrlich sagen, auch ich bin jahrelang nicht gegangen aus diesem Grund. Ja. Jetzt gehe ich mittlerweile, weil... Man muss auch gehen. Weil man muss gehen. Ich verstehe das, aber jahrelang war das in meinem Kopf so, hä? Nein, die macht doch immer eh, was sie wollt, ja, da oben. So. Ändert sich doch ja nichts hier, weißt du? So, deswegen. Aber so, auf jeden Fall, geht wählen auf jeden Fall. Geht auf ich habe meine Stimme wählen. Auch abgegeben auf jeden es Fall. Es endet was. Und, ich muss meinen Deutschpass beantragen, damit ich auch wähle. Inshallah kommt der bald, weißt du, was ich meine? Kamerunien. Ja, so, geht auf jeden Fall wählen. Und in diesem Zusammenhang auch gab es auch wieder mal, so wie schön wie Deutschland ist, eine sehr, sehr unschöne Geschichte auch. Mhm. Dass wirklich Frauen mit Kopftuch daran gehindert wurden, zu wählen. Grundlos. Ich habe da Videos gesehen, Posts gesehen auf Instagram mal wieder. Da gab es Live-Videos von diesen Situationen, wo diese Typen ohne Grund einfach gewisse Frauen nicht wählen lassen wollten. Sogar als sie zurück... Die haben das gemeldet beim Bürgeramt, glaube ich, oder bei wem auch immer, und sind zurückgekommen und die durften nicht wählen, zum Teil. Ja. Ja, weil das anscheinend per Gesetz irgendwie, la la la. Ja, per Gesetz darfst du, also wenn du komplett verhüllt bist, darfst du halt nicht wählen, weil man muss deine Identifikation, also man muss sich identifizieren können. So habe ich es verstanden. Wenn du so hingehst, okay. Das meine ich, das ist halt das Ding, wenn dein ganzer Körper und so bla 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 verdeckt ist, darfst du halt nicht wählen. Was ich vollkommen verstehen kann, ja. Weil du kannst auch nicht mit Ski-Mask jetzt wählen gehen. Ja. Also, I get it. So, das kann ich verstehen. Das ist eine Sache, I get it. Aber der mit Kopftuch einfach nur, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Egal, wer da oben ist, das deutsche Volk bleibt das deutsche Volk. Mhm. Die haben deren eigene Gesetze, die haben das, was einheitlich ist, so von wegen meisten denken so und dann alle folgen genau diese Richtung. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Problem. Es gibt keine Individualität hier. Ich glaube, Deutschland hat so eine krasse Vergangenheit, dass es wirklich Zeit braucht, bis Leute wirklich Individualität wieder für sich entdecken. Aber das muss halt auch von oben kommen, ne? Weil ich zum Beispiel, ich verstehe nicht, wenn die Wahlen sind, okay, und du stellst da Leute hin, die Leute reinlassen, das Gebäude zum Wählen, dann stell doch nicht irgendeinen alten Deutschen dahin mit einer veralteten Mentalität, der die Leute abfuckt. Das ist wo deutsche Frauen kommen, die Kopftuch tragen, weil das gibt es, ja, ist so. Viele. Das ist Deutschland, genau wie ein blondhaariger, keine Ahnung wer, und die wählen wollen, Dicker, und dann steht da irgend so ein alter Sack und sagt, nee, darfst du nicht.
Und dann müssen die da erstmal Welle machen, bis sie da überhaupt erstmal irgendwie durchkommen. Ja, und das ist ja das Ding. Und das, guck mal, das Ding, Deutschland für Deutschen, ist zwar gesetzlich nicht, beziehungsweise politisch und öffentlich nicht wahr, aber in der Praxis ist es extrem wahr. Es ist sehr, sehr, es ist sehr deswegen, real. Diese Leute, die diese ganze Sache machen, fühlen sich geschützt vom Gesetz. Weil sie geschützt und sind. Und genau wissen, ich bin geschützt. Das ist mir die wird Sache. Nichts passieren. Ist wenn so. Die Polizei kommt, habe ich kein Problem. Ich wurde selber diskriminiert. Die Polizei ist gekommen. Mhm. Und die Polizei meinte zu mir, ich habe nicht recht. Das ist ja immer das Schlimmste. Weißt du, was ich meine? Du wirst diskriminiert. Dann rufst du deinen Freund und Helfer an und denkst dir... Ich habe sie nicht angerufen, aber... Nee, aber ich weiß nur, weil es gibt sehr, sehr... Ich glaube, auch eine von diesen Geschichten war auch so. Rufen die Polizei an und Polizei will dir auch nicht... Die verweigern dir die Hilfe. Ja. Die sagen dir, wir können dir nicht helfen. Ja, weil sie nicht wollen. Weil sie nicht wollen. Die wollen dir nicht helfen. Die haben kein Interesse daran, dir zu helfen. Die sind nicht für dein Interesse da. Du interessierst die gar nicht. Die sind da, um die Interessen von den Deutschen zu bewahren. Du bist nicht wichtig. Und das ist halt schade. Nicht alle Deutsche sind so zum Glück. Nein, natürlich sind nicht alle so. Zum Glück. Viele auf Deutsche verstehen nicht nur wir Ausländer, weil es geht nicht um Ausländer. Es geht einfach um Menschen, die sich für eine gewisse Religion entscheiden. Das ist auch eine Sache, die wichtig ist, was du da sagst. Es geht nicht um Ausländer gegen Deutsche. Nein. Es geht um die Menschen, die einfach hängen geblieben sind auf deren Mentalität und sich nicht richtig verhalten gegenüber Menschen, die das gar nicht verdient haben, die genauso deutsche Bürger sind wie auch diese Menschen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Es ist traurig. Es ist nicht hier versus hier. Nein, Digga, ich bin deutsch, mein Vater ist deutsch. Schau, mein Vater, bester Mann. Weißt du, wie ich meine? So. Ich kann niemals sagen, ich habe was gegen Deutsche. Aber ich habe was gegen die Deutschen, die einfach hängen geblieben sind. Ja. Die nicht mit der Zeit gehen wollen. Ja. Das ist ich habe einfach ein Problem mit allen Leuten, die hängen geblieben sind. Und es gibt ob du schwarz bist oder egal was du bist, wer du bist. Es gibt auch genauso viele Ausländer, die sind auch hängen geblieben. Sehr viele. So. Und ich sage dann auch immer, du bist hängen geblieben. Hängen geblieben. So wie du denkst, geht nicht. Ja. Wir haben selber Freunde gehabt, die sind frisch aus Afrika gekommen. Mit einer anderen Mentalität. Ja. Sagst du, Bruder, so wie du machst, es geht ist nicht, nicht cool. Geht nicht. Es geht nicht. Komm geht klar. Nicht. So. Und trink Jahre Wasser. Später merken manche dann auch selber. Oh, Bruder, shit, du hast mir damals gesagt, ich schwöre, du hast recht. Ja, so. So. Weißt du? Weißt du? Das ist halt. Das ist nur die Sache, Dicker. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die halt so ist, wie sie ist und es braucht Arbeit und. Jeder, weil es gibt viele Leute, die sagen immer, ja, es ist nicht meine Arbeit, die irgendwie. Dich zu unterrichten. Doch, ist es. Weil sonst ändern sich die Leute nicht. Jeder braucht Hilfe. Es ist unsere aller Arbeit, zu versuchen, unseren Nächsten zu ändern, zu verbessern. Und egal was, zu helfen, wenn er nicht besser weiß. Weißt du, was ich meine? Weil viele von diesen Leuten sind nicht unbedingt schlechte Menschen, die sind nur dumm. Viele, nicht alle. Ignorant. Ignorant, wirklich. Die wissen halt nur nicht. Die meisten von diesen Leuten, die haben Deutschland noch nie verlassen. Die haben deren Bezirk kaum verlassen. Die haben deren Stadt kaum verlassen. Deren Dorf kaum verlassen. Die wissen nicht mal, was da draußen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Ding. Wir leben in einer Gesellschaft, die noch viel tun muss, um für Integration. Nicht nur Integration von Ausländern, sondern Integration von alle Leute. Weißt du? Von alle Leute, ob es jetzt deine sexuelle Orientierung ist oder deine Religion oder whatever. Like, wir leben in einer Gesellschaft, die noch viel machen muss. Weißt du? Das ist halt das, was ich denke. Wir wollten eigentlich nicht so ein politischen Podcast sein, aber wir sind ziemlich politisch. Ja, manchmal. Ich meine, das sind Sachen, die im Alltag passieren. Ja. Und das bewegt einen natürlich. Weißt du, es macht einen sauer, wenn man gewisse Sachen hört und dann redet man halt drüber so. Ja. Weil es halt einfach Quatsch ist, weißt du, das ist so, wir leben alle miteinander hier, weißt du, wie ich meine? Ja. Und sobald es aber auf diese Ebene geht, weißt du, was mit Gesetz zu tun hat oder Wahlen oder keine Ahnung was, auf einmal gibt es dann diese Spaltungen. Ab dem Moment, wo der Deutsche hört Gesetz, du hast ihn verloren.
Gesetz ist Gesetz. Deswegen hier mischt sich auch jeder ein in die Angelegenheit von den anderen, der ihn nicht zu interessieren hat. Du läufst so, hey, warum läufst du eigentlich so? Gesetzlich gesehen darf man nicht. Ist es dein Problem? Bist du von der Polizei? Bro, chill. Brauchst du Hilfe? So, weißt du, was ich meine? Traurig, Mann. Ja. Auf jeden Fall traurig. Deutschland muss verstehen, Kultur ist ein Gut, das sehr viel bringt. Guck dir Frankreich an. Ohne diese Diversity, die sie da haben, die werden niemals Weltmeister zweimal. Die werden nie nach Amerika eine der Länder, die am meisten Musik gestreamt, von der Musik gestreamt wird, am meisten auf dieser Welt. Die werden niemals das, was sie heute sind. Nicht so, um zu sagen, dass Frankreich jetzt der Beispiel ist. England ist genau das Gleiche. Ohne diese Diversity, die sie da haben, wäre es auch nicht England. Facts. Amerika, ohne diese Diversity, wäre es nicht Amerika. Die meisten Leute, die man aus Amerika kennt, sind schwarz. Die meisten Leute, die wirklich was bewegen auf dieser Erde von Amerika, die so man kennt und wozu man nach Amerika schaut, sind schwarz. Das ist ein Fact. Und wenn, selbst wenn die nicht schwarz sind, die haben Vorfahren, die aus, keine Ahnung, aus verschiedensten Ländern der Welt kommen. Weißt du, was ich meine? Das muss man auch respektieren und akzeptieren. Ja. Weißt du? Seid ein bisschen schlauer, was das angeht. So, Integration ist sehr wichtig. Und diese Leute, die an deren Mentalität festhalten, ne, also jetzt in Bezug auf, ich mag den nicht, weil er so und so aussieht, frag dich mal wirklich, was genau ist dein Problem? Ja. Was genau ist denn das Problem eigentlich? Hat man dir was getan? Hat man dir was gesagt oder keine Ahnung was? Weil ich schwöre, über 80% der Fälle, ich schwöre, es gibt gar kein Problem eigentlich. Ich schwöre, es gibt kein Problem. Ja, Mann, deswegen halt dann so reden die, eigentlich, du bist cool. Ja, okay, ich war immer schon so. Was immer? So. Weißt du, Schwein? Das ist Quatsch einfach. Das ist einfach sehr viel Quatsch. So, schade. Wirklich schade. Aber naja, lass uns nur jumpen. Etwas Erheiternderes. Ja. Also mehr oder weniger. Für jeden Support. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, Mann. Bleibt gesund. Bleibt gesund, people. Wir sind out, man. Bangs. Bow. Ich will nur die Millionen, Millionen, Millionen. Nigga, ich will nur die Millionen.